Das Handy. Sehr schnell und umfänglich hat es die Nähe der Menschen erobert. Alles in allem ein vielseitiger Minicomputer. Es ist unser ständiger Begleiter und ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Ist es jedoch notwendig, es immer und überall zu nutzen? Was hat sich, zum Beispiel in der Kommunikation, zwischen uns Menschen verändert? Handy aus und Augen und Ohren auf. Herr Professor Weber antwortet auf wichtige Fragen und weist auf einige wichtige Fakten hin. Positive Aspekte der Handynutzung sind sicherlich darin zu sehen, dass Menschen an jedem Ort und zu jeder Zeit eben miteinander in Kontakt treten können, dass sie zum Beispiel auch in Notfällen Nachrichten abschicken können. Nun, wir nutzen diese Technik ja individuell. Wir haben uns dazu entschieden, sie zu nutzen und vermutlich verbinden wir damit einen gewissen Nutzen. Wir wollen erfahren, wofür die Studierenden der BTU Cottbus-Senftenberg das Handy nutzen. Um Leute zu erreichen, um erreicht zu werden. Ich bin viel auf NTV unterwegs, guck mal die Nachrichten an, da ich oft die Tagesschau verpasse. Ich WhatsAppe und am meisten telefoniere ich mit dem Handy. Telefonieren, SMS schreiben und auf die Uhr gucken. Und ab und zu ein Bier öffnen. Negative Aspekte wären, dass Menschen Dinge in der Öffentlichkeit mit anderen besprechen, die dort vielleicht nicht hingehören und alle anderen das mithören müssen, beispielsweise im Zug. Und ein weiterer negativer Aspekt der Handynutzung ist sicherlich, dass sich Arbeitsleben und Privatleben vermischen, weil wir ständig erreichbar sind für unsere Arbeitgeber und uns dem sehr viel schlechter als früher entziehen können. Ich glaube nicht, dass sich sehr viele Smartphone- und Handynutzerinnen und Nutzer wirklich weitreichende Gedanken darüber machen, was passiert, wenn sie diese Geräte nutzen. Das Beispiel eines Gehwegs, der für diejenigen, die die ganze Zeit nach unten gucken, weil sie auch gleichzeitig auf ihr Smartphone oder Handy gucken, ein wunderschönes, weil dadurch sicherlich verhindert wird, dass die Leute, was weiß ich, gegen Laternenpfahl laufen und sich auf diese Art und Weise verletzen. Seid ihr durch die Handynutzung einmal in eine unangenehme oder sogar gefährliche Situation geraten? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht. Es ist nur mal blöde Situationen geraten, sag ich mal, wenn du den Falschen anrufst und das dann erst nach 10 Minuten merkst. Zu klären bleibt, ob es Herrn Professor Weber bereits ähnlich erging. Ich könnte zwei nennen. Das eine war, dass ein junger Mann, der offensichtlich bei der Polizei arbeitet, mit seiner Mutter telefoniert und sie ihm gerade berichtet, dass ihr Lebensgefährte sie schwer missbraucht hat, verprügelt hat, missbraucht hat. Ich konnte das Gespräch oder musste das Gespräch verfolgen, weil es einfach sehr laut war und man sich dem nicht entziehen konnte. Und das hat also eine zwischenmenschliche Tragödie letztendlich eröffnet. Das andere negative Beispiel, das ich erzählen könnte, war, als ich hinter einer jungen Dame saß, die offensichtlich in einem psychiatrischen Krankenhaus arbeitete und über Fallakten sprach mit Klarnamen. Wir telefonieren, wir chatten oder wir schicken ferner kurze Sprachmemos. Dabei bleibt die nonverbale Interaktion außen vor. Aufzuzeigen sind nun die Veränderungen in der Kommunikation zwischen uns Menschen. Sprachwandel ist was völlig Normales. Dass das jetzt durch Technik ausgelöst wird, ist nicht dabei der entscheidende Punkt. Wenn man per SMS wirklich Face-to-Face-Kommunikation ersetzen kann, ich vermute eigentlich nicht, weil die Möglichkeit, Dinge rüberzubringen, also Informationen, Emotionen rüberzubringen, doch sehr eingeschränkt ist. Und wir kommunizieren ja nicht nur darüber, dass wir etwas sagen, sondern auch darüber, wie wir den Körper halten, wie laut, wie leise wir sprechen, wie unser Gesichtsausdruck erscheint. Das sind sehr viele Informationen, die eher unbewusst mitgegeben werden. Die kann man über ein Emoticon in einer SMS sicherlich nicht so gut transportieren. Insofern ist die Kommunikation reduziert. Aber in manchen Situationen mag das tatsächlich auch ausreichen. Wenn man in der Lage ist, auch ab und zu mal noch den Ausschalter zu finden und einfach die Kommunikation damit abzubrechen, nicht immer präsent zu sein, nicht immer erreichbar zu sein, dann sind diese erweiterten Möglichkeiten sicherlich sehr hilfreich in extrem vielen Situationen. Man kann sich allerdings eben auch, etwas übertrieben gesagt, zum Sklaven machen, dadurch, dass man allseits und jederzeit und überall erreichbar ist, dann auch zwangsweise regelrecht reagiert und damit die Möglichkeit des Abschaltens und des Zurückziehens eben nicht mehr gegeben ist, das ist sicherlich eher ein Fluch. Aber das hätte jeder von uns und jede von uns in der eigenen Hand.